Dieses große Tor wird uns dank dem Shogun-Schlüssel, Generalschlüssel, nicht mehr länger im Weg stehen, Leute. Wir kommen zurück. So, was ist jetzt los? Die blaue Luftschlange führt hier hin. Ich muss gucken, ob das jetzt alles so rechtens ist. Und ja, eventuell müssen wir uns ja genau noch verkleiden und sowas und tarnen. Schauen wir mal nach. Erstmal aufmachen. Es hat sich geöffnet. Das ist wirklich der König aller Schlüssel im Shogunland. Schon toll. Tja, jedenfalls können wir jetzt die anderen Toads retten und uns um die Luftschlange kümmern. Das machen wir. Oh ja, genau. Ich bin mir sicher, dass es so einfach werden wird. Kommst du wieder nicht mit? Ach, da kommt er jetzt mit. Okay. Erstmal absaven. Oh, oh. Oh, oh, oh. Im Shogun-Theater. Ich muss mich echt tarnen. Ganz schnell. Noch hat uns keiner gesehen. Verdammt. Oh, nein, richtig übel. Okay, wir müssen uns sofort tarnen. Ist das geil, ey. Kann ich als Donkey Kong da renieren? Check doch keiner. Wow, da waren so viele Bösewichte. Zu viele Bösewichte. Wir können da nicht einfach so reinspazieren. Die Fallschirme und die Hohlköpfe würden sofort über uns herfallen. Wir brauchen eine Verkleidung. Etwas, was uns so aussehen lässt, als wären wir einer von ihnen. Ey, komm, die sagen da bestimmt irgendwas Lustiges dazu. Oder wenn man nicht die richtige, offensichtliche, die Gummamaske wählt. Einfach mal Donkey Kong. Donkey Kong, Leute? Oh, perfekt. Unter dieser riesigen Maske können wir uns alle verstecken. Ob das wohl klappt? Oh, oh. Oh nein, jetzt Donkey Kong, jetzt kriegen wir gleich aufs Maul. Scheiße. Das ist doch die falsche Maske. Ich dachte, die sagen irgendwas vorher. Oh nein. Das könnte klappen. Es klappt nicht. Okay. Es klappt nicht. Gut, dann wird bei Samus bestimmt genau das gleiche sein. Also nehmen wir richtig schön. Korrekterweise die Goomba-Maske. War da bloß zum Ausprobieren, Mann. Das war wohl nichts, Mann. Wir müssen sie glauben lassen, dass wir zu ihnen gehören. Na denn, Samus. In der Tora gibt es massenweise Fallschergen und Hohlköpfe. Wir brauchen eine Verkleidung. Ja, ja, ja. Samus. Nein, okay, jetzt hier das richtige Goomba-Mask. Oh, perfekt. Unter dieser riesigen Maske können wir alle uns reinquetschen. Das klappt richtig gut. So dumm, als ob die das nicht merken. Naja, Schergen halt. Das könnte klappen. Verhalte dich einfach ganz natürlich. Mhm. Ganz natürlich so. Jetzt keinen Rückzieher machen, Onkel M. Sonst holen die dich noch ein. Ja, okay. Was musst du dir Sicht sehen? Okay, dann können wir erstmal hier echt nichts machen. Ich laufe erstmal vorbei. Mein Herz klopft ganz doll. Ich umgehe erstmal einfach alle. Jetzt bloß nicht die Nerven verlieren. Okay, gut. Ich gucke mich hier noch nicht um, oder? Nee, nee, nee. Erstmal nicht. Erstmal einfach in Sicherheit. Die sind eh irgendwann alle weg. Und dann gucken wir uns nochmal richtig um. So. Boah, voll coole Theater. So, wir sind da. Boah, das war ganz schön stressig. Ich kann kaum glauben, dass wir das überstanden haben. Tantchen, geht es dir gut? Warum drehst du dich denn weg? Weil jedes Mal, wenn ich diese total schräge Maske sehe, gebe ich fast um vor Lachen. Marion, bitte nimm die Maske ab, schnell. Okay, Stoop. So. Na gut, wir sind also im Schloss. Was glaubt ihr, wo diese ganzen Toads gefangen gehalten werden? Die Luftschlange schien um das Dach gewickelt zu sein. Vielleicht gibt es hier eine Treppe oder einen Aufzug? Boah, guck mal, richtig viele Stockwerke noch. Mit Anstehschlange, ist ja auch geil. So, erstmal untersuchen. Hm? Heutige Premiere. Freie Plätze, ein paar wenige. Beginnen jetzt gleich. Oh, shit. In die Kasse nochmal nachgucken. Nichts drin. Hm? Eine Premiere der besonderen Art. Präsentiert von mir in der Hauptrolle. Eine Überraschung. Hä? Sind jetzt hier. Das Shogun-Theater befindet sich in einem einzigartigen Turmbau, der Shows auf 4 Etagen präsentiert. Boah, krass. Okay, der speichert mal lieber nochmal schnell. Vielleicht ist es doch jetzt einfach ein großer Bossraum oder so. Heutiges Programm. Etage 1, Premiere. Etage 2, Etage... Ja, überall ist Premiere. Na gut, dann ist hier, denke ich mal, nichts weiter. Gehen wir mal rein. Werte Gäste des Shogun-Theaters, wenn ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten dürfte. Unsere heutige Premiere beginnt in Kürze. Bitte begeben Sie sich zu Ihren Plätzen und ziehen Sie das Ganze nicht unnötig in die Länge. Eine Premiere hier jetzt? Ich weiß, wir sind hier, um die Toads zu retten und die Luftschlange zu lösen, aber eine Premiere, das klingt so glamourös. Könnten wir nicht vielleicht ein bisschen... Ja, sehr gut. Machen wir natürlich. Das wird eh alles zur Luftschlange führen.
Oh, da ist ein Toad gefesselt da unten. Die sind alle an den Stuhl gefesselt. Was denn? Alle Toads warten hier schon gespannt auf die Show? Nee, die sind alle gefesselt. Na sowas, du hast recht. Und sie haben sogar eine Klimaanlage. Das ist ja mal klasse. Jetzt können wir uns zurücklehnen und die Premiere genießen. Sehen wir mal, ob noch Plätze frei sind. Ja, ganz vorne natürlich. Letzter Aufruf für diese spannungsgeladene Show. Gibt es noch 3 Sitze in der ersten Reihe? Was ist mit ihm hier? Hallo? Ja, wir wissen, dass der Platz begrenzt ist, aber... Wir wissen, dass der Platz begrenzt ist, aber das geht doch noch etwas zu weit. Findest du nicht? Okay, den kann ich auch nicht mal rausbefreien. Nee. Oh Mann, Toad, die können sich alle bewegen. Alter, befreie ich denn echt so viele? Das ist ja übel. Okay, ich gehe einfach, komm. Lass uns einfach auf uns zukommen, was soll's. Ey, das hier, das ganze Ding wird sich etagenweise immer höher heben, oder? Jetzt bin ich immer echt gespannt. Okay. Hui, ich kann es kaum erwarten zu sehen, was für eine Show das ist. Da geht bestimmt die ganze Zeit, da geht's bestimmt die ganze Zeit um Samurais und so. Und irgendein Typ macht die ganze Zeit, yo, Shogun, Ninja, Samurai, hi, diese Show wird einwandfrei. Standchen, die Vorführung beginnt doch gleich jetzt Fresse halten jetzt hier. Oh, tut mir leid, es ist so still hier. Moment mal, warum ist es so still hier? Sind Toads nicht normalerweise lauter? Es sind ja alle an ihre Sitze festgebunden. Das sieht sehr unbequem aus. Das Publikum ist wortwörtlich gefesselt, aber womit? Für Seile sieht mir das zu, naja, elastisch aus. Gummibänder. Sehr verehrtes Publikum, liebe Geiseln, hier noch ein letzter Hinweis für unsere Spezialgäste. Folgende Dinge sind während der Aufführung strengstens untersagt. Essen, Trinken, Fotos mit Blitzlicht und Öffnen des Menübildschirms. Und nun lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die ganz besondere Show. Ein trockener Wind weht durch eine verschlafene Prärie, statt einer von den Kopf zu hier spannt, Alter. Die Menschen hier leben einfach, doch sie leben auch in Angst. Ob sich dieser garstige Bandit heute etwa wieder zeigt? Hoffentlich bleibt uns das erspart. Er ist so ein Unruhestifter. Hä? Keine Ninja? Keine Shogun? Rennt! Rettet euch in die Berge! Der Bandit wurde gesichtet! Ah, gebt mir euer Geld, euer Gold, oder es wird bös für euch enden! Hä? Das sieht ja klasse aus. Dieser Bandit meint es ernst. Ach, wir sind gewiss verloren! Ist denn kein Gesetzeshüter unter uns, der es mit ihm aufnimmt? Ist geil, er ist so eine Treppe hingefahren. Hm? Oh nein, ich muss den jetzt platt machen. Oh. Ja, der Geil kann doch mal speichern. Ja, Mario macht ihn kalt. Ey, ist das cool. Das ist richtig. Richtig spannend, alle total toll gemacht. Bist du der Sheriff dieser Stadt? Und stellst dich mir entgegen? Oh, mit der Knarre? Oh, du hältst dich für einen harten Kerl? Wir werden ja sehen. Wir beide werden uns duellieren. Siehst du Feuer? Drücke A. Ah. Oh, oh, richtig hier. Showdown. Zu früh oder zu spät? Du verlierst. Drücke A nur bei Feuer. Okay. Verdammt, jetzt dachte ich, das wäre Feuer. Da steht aber noch fertig. Mann! Hey, Cowboy, du hast zu schnell gezogen. Das ist gegen die Regeln. Oh nein, zu schnell. Ein weiterer Bewohner kann abgeheftet werden. Oh, was ist los, Gesetzeshüter? Willst du nicht die Stadt retten und uns? Verdammt. Meine war gerade voll gemein. Unser Held zog schneller und mochte Konfetti aus den Banditen. Und so kehrte dank der geheimnisvollen Fremden wieder Frieden ein. Ey, ist das cool, Mann? Sorry, dass jetzt einer gestorben ist. Tut mir echt leid. So, ich denke mal, ich soll einfach wieder zurückgehen. Das heißt das irgendwie... Haha, da hast du dich zu früh gefreut. Oh nein, der ist nicht ganz geheuer. Mm. Denn jetzt bekommst du es mit mir zu tun, Gesetzeshüter. Oh nein, schon wieder Feuer. Ready? Mann, das ist so cool, ey.
Eile besiegt unser Held auch diesen Banditen. Das ist so bescheuert. Die zwei Banditen werden den Frieden nicht mehr stören. Ja, Mario ist so cool. Er ist so super. Darf ich wohl trotzdem noch nicht hinsetzen? Ja, du bist also dieser Möchtegern-Gesetzeshüter. Boah, Alter. Sniff it, Macho. Das ist doch die beste. Meine Bande hast du besiegt. Doch kannst du es mit mir aufnehmen? Oh, bitte. Ready, steady, go. Fertig. Schnell wie der Blitz besiegte unser braver Held auch den Anführer. Und so ließen sie Held für immer den Frieden in der Prärie-Stadt einkehren. Danke, hervorragender Gesetzeshüter. Danke, Mario. Yeah, geil. Freuen Sie alle. Tut mir leid, Mario, wir sind hier noch nicht fertig. Setz dich lieber wieder auf deinen Platz, okay? Okay. Oh je. Ein bisschen mal gucken hier? Nö. Lass mal kurz mal absaven. Ah, ist das alles crazy. Richtig cool. So, ich will weiter gucken. Was kommt jetzt? So, das war wirklich toll, Onkel M. Können wir uns auch mal duellieren? Bitte, bitte. Aber du explodierst doch denn in Schnipseln. Warum hast du nie gesagt, dass du so ein großartiger Schauspieler bist, Mario? Boah, so stand diese Szene doch gar nicht im Skript. Die sollten Konfetti aus dir machen. Boah, für Improvisationstheater hatte ich noch nie viel übrig. Zeit für die nächste Bühne. Vorsicht, dass seine heldenhafte Fassade dieses Mal keinen Riss bekommt. Wir fahren nun zur nächsten Bühne. Bitte achten Sie auf Ihre Arme und Beine, um Knicke zu vermeiden. Ey, das ist total cool gemacht. Also ich finde das alles mega kreativ. Richtig, richtig witzig und irgendwie auch so spannend. Man will einfach wissen, was kommt als nächstes für Quatsch. Das ist so cool. Das ist ein Aufzug? Perfekt! Dann sind wir 0, nichts bei der Luftschlange. Ja, wir müssen aber noch 3 Etagen schaffen. Birdo? Wow, wer ist das denn? Hey, Schönheit. Bereit, die Stadt unsicher zu machen? Oh, verzieht euch. Ich hab die Lady zuerst gesehen. Hey, jetzt mach mal langsam, Jungs. Euer Enthusiasmus ist ja absolut süß, aber keiner von euch hat das gewisse Etwas aus meinem Herz zu klopfen. Was sagt der Birdo? Hoppala. Ich brauche einen starken Erfolgstypen, einen erfahrenen Abenteurer, der sich von nichts in Verlegenheit bringen lässt. Ach, und wie es der Zufall will, höre ich, dass wir einen Promi im Publikum haben, auf die diese Beschreibung zutrifft. Er hat einfühlsame Augen, einen buschigen Schnurrbart, definierte Beinmuskeln für weite Sprünge. Komm rauf auf die Bühne, Mario. Und dann sehen wir mal, wie du mit diesem Tu-nicht-Guten umspringst. Oh, ich schon wieder? Okay. Lieber nochmal schnell speichern, ist ja klar. So, was kommt jetzt für ein Midi-Game oder Schicklichkeit oder was auch immer? Komm, Mario, zeig, was du kannst. Du bist der Promi. So, Hallöchen, mein großer, starker Latzhosenträger. Wie entzückend, dass du heute dabei bist. Wir haben dich doch aus der Quelle gerettet, oder? Du bist also der Verlierer, auf dem alle auf dieses Vögelchen steht? Nicht cool. Yeah, sehen wir mal, wie viel der wirklich drauf hat. Tanzen wir. Oder nicht Dance Battle? Ach, wie wundervoll. Dabei habe ich heute nicht einmal Geburtstag. Ich möchte euch nur um einen fairen Kampf bitten. Seid nicht allzu gemein zueinander. In Ordnung? Ist jetzt einfach ein Ausweichduell, bestimmt, wa? Fliegen die immer gerade? Okay, gut. Na, vielleicht einfach nur ausweichen. Wie sie die besiegen muss oder nicht? Auf jeden Fall kann ich aber aufspringen auf die. Weiß ja nicht, was die von mir wollen. Ah, okay, gut, alles klar. Alles klar. Ich muss doch ein bisschen mehr machen. Hups, flups. Weiß gar nicht, ob ich die vorher stoppen muss oder nicht, aber ich mach's einfach. Warum nicht? Wow! Wow, Dorm! Fieser Cheater, Alter! Ihn cheatet. Das ist fies. Wow. Da. Kommt da mal mehr?
Ja, ach Mensch. Vielleicht muss ich über einen auf die rumspringen. Ich weiß es halt nicht, ne? Boom, boom. Da ist also tatsächlich was drauf. Aber bis jetzt war es auch nur Spaß. Ja, jetzt kommt nämlich die Choreografie für Fortgeschrittene. Wir sind denn die tanzen, ey. Ich fasse einfach nicht. Ah! Mann, ich will auf die Rufspringen. Komm her. Oh. Birdo einfach Heilung hier. Geil. Alter, voll Double. Blub, blub. Habt ihr gehört? Aber wow. Tot. Ich glaube echt, man muss vorher rumspringen, glaube ich, oder? Ist egal, ich habe es nicht probiert. Ausgezeichnet. Ja, Birdo, jetzt können wir... Oh, nicht so stürmisch. Ich wusste, dass du diese Nichtsnutze an die Wand tanzen würdest, aber... Boah, das Mario-Fieber hat mich erwischt. Und du bist das einzige Heilmittel. Alter, mit ihrer Riesenschnute. Komm schon, Mario, jetzt reicht's nicht mal zusammen. Das ist doch nur ein Bühnenkuss. Okay. Aber das ist kein normaler Mund. Oh, jetzt verstehe ich. Du schauspielerst von deinen Gefühlen überwältigt zu sein. Ich liebe Improvisation. Improv. So, was für ein Pech, mein latzhosiger Held. Trotz all meiner Warnungen hast du Ei im Gesicht. Doa. Aua. Und nun muss ich die Bühne verlassen. Ciao, Mario. Ich werde von unseren nächsten gemeinsamen Vorstellungen träumen. Mann, das ist so dumm. Das ist so geil. Und laut Skript hatte sie eigentlich nur 2 Zeilen. Geht's dir gut, Mario? Bin ein bisschen überwältigt. Olivia schämt sich voll. Oh. Tut mir leid, Mario, wir sind hier noch nicht fertig. Setz dich bitte auf deinen Platz wieder, okay? So, alles klar, dann will ich mal speichern. Ich würde sagen, eine Bühne mache ich jetzt noch, weil bestimmt ist denn Bühne 3 halt echt der Boss oder sowas. Dann kann ich bestimmt nochmal schön speichern. Okay. Mario, diese Show war so gewagt. So viel Romantik. Ich bin ganz überwältigt. Ach, Olivia. Ach was, vergesst die Romanze. Die Kampfszene war richtig heftig. Ich wünschte, ich hätte Hände, um sie dann zu Fäusten zu ballen. Ja, oder applaudieren wäre auch nicht schlecht. Boah, so hätte der Akt doch gar nicht enden sollen. Jetzt mal ehrlich, mit Marios fehlendem Schauspieltalent hat sich das gezogen wie Gummi. Gott, Gummibänder und diese komischen Anspielungen. Im nächsten Akt haltet ihr Pappmachos euch besser ran, sonst reißt mir der Geduldsfaden. Wer labert denn da? Wir werden es wohl nie erfahren. Aber gut. Aber den nächsten Akt. Und dann ist er auf jeden Fall ganz oben, ist dann der Boss. Eieiei, der die ganze Zeit sich aufregt, dass wir nicht verkacken. Wir sind einfach zu gut. So, dritter Akt. Nun erleben wir eine beeindruckende Vorstellung des Bolschi-Balletts. Bolschi? Ich soll da mitmachen? Ja, die Pappmachos haben ganz schön was drauf. Als ob ich da mitmache. Na gut. So, absehen. So, komm, jetzt mal ganz schön nochmal gucken hier. Okay, ich tanze mit dir. Man, das sieht so dumm aus. Mann, ey. Das ist so ein Quatsch. Aber das ist so cool irgendwie. Boah, boom, double kill. Okay, jetzt aber auch kein Birdo, der uns hier Küsschen geben kann. Die Musik dazu. Yeah, alle voll gekillt.
je. Alter, oh, jetzt muss ich aber aufpassen. Oh, ich muss hier gar nicht alle killen. Oder ich muss ja nur ausweichen, glaube ich. Aber wenn es noch ein paar Herzen gibt, warum nicht, ne? Ihr. Alter, ist das Slash, Alter? Yay, das ist Mario, Alter, der Allrounder. Tut mir leid, Mario, wir sind hier noch nicht fertig. Bitte setz dich lieber wieder auf deinen Platz, okay? So, Leute, und da würde ich jetzt sagen, mache ich jetzt heute den Part beenden, weil jetzt wird sich der Typ gleich richtig aufregen, ja, dass wir das echt nicht geschafft haben. Oder dass wir das die nicht geschafft haben, uns aufzuhalten. Das war so bescheuert, ey. So richtiger Quatsch, aber sehr, sehr cool. So, der vierte Akt dann ganz oben. Ich habe Angst. Ich hoffe, ihr habt auf keine Angst und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei bei Paper Mario, die Origami King im Shogun-Theater. Ey, ist das alles geil? Ciao, ciao!